So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, ich habe mir die Tonqualität angehört und bin der Meinung, dass das alles soweit in Ordnung sein sollte. Wer da noch Verbesserungsvorschläge hat, der darf da gerne auch in die Kommentare schreiben. Wir werden jetzt erstmal hier die Glutsplittermine betreten und mal gucken, ob wir nicht hier vielleicht schon mal den ersten Loot bekommen. Wie gesagt, hier sollten die Gegner nicht so stark sein. Dafür sind hier Fallen, wie es aussieht. Keine Angst, dass hier jemand reinkommt. Der Eingang ist ja nicht gerade ist da jemand? Ist da jemand? Die können mich auf jeden Fall schon mal spotten. Das ist schon mal sehr schlecht. Also unsere Schleichfähigkeiten müssen sich eindeutig noch verbessern. Ja, das heißt, wir müssen eindeutig auch noch an unseren Schleichfähigkeiten arbeiten. Allerdings läuft das Bogenschießen schon ganz gut. Wir nehmen... das ist auch bestimmt was wert. Da wird mir der ein oder andere Händler mit Sicherheit gerne was für geben. Okay, dann lass uns hier mal ein bisschen weiter umschauen. Eisenerzader. Wir könnten eine Spitzhacke mitnehmen. Die Sache ist die, dass ich glaube ich Eisenerz, wenn die außer ich möchte jetzt vielleicht ein Schmied werden, nicht so unbedingt brauche. Und ich glaube nicht, dass ich mir meine Items selber schmieden möchte. Ich glaube, ich möchte die lieber kaufen. Ja, dann schauen wir uns doch hier nochmal ein wenig um. Hier wäre nochmal Altowein, eine Holzschale. Wieso ist diese Brücke unten? Ja, das weiß ich. Draußen eine Wache postiert. Haltet die Augen offen. Ich glaube nicht, dass wir allein sind. Überprüft ihr den Eingang? Ist da jemand? Oh mein Gott. Aber ich kann die ganz gut tanken. Bisher. Bisher kann ich die alle hier noch gut tanken. Also das scheint auf jeden Fall ein Dungeon zu sein, der für einfache Leute gemacht ist, wie mich. Okay, hier hätten wir ein zerfleddertes Tagebuch. Wer das lesen möchte, der darf das jetzt hier einmal anhalten. Das ist auch schon alles, was da drin steht. Einmal nochmal Gold hinzugefügt. Wie gesagt, Gold brauchen wir am Anfang auch ganz dringend. Denn nichts wird am Anfang so wichtig sein, wie gute Ausrüstung zu kaufen. Ist das aber eine Überraschung? Oh, eine Frau. Hopp. Naja, im Moment. Oh, Schlüssel zur Glutsplittermine. Eisenpfeil. Okay. Das kann ich jetzt einfach so öffnen. Hier wäre ein Eimer. Ja, gut, damit kann ich nichts anfangen, ne? Das kann ich auch einfach so öffnen. Oh, Zauberbuch Hellsehen. Und Gold. Ganz viel Gold. Eisenkriegshammer, Eisen Zweihänder, eine Truhe. Rolle der Harmonie. In der Nähe befindliche Personen und Kreaturen bis Stufe 12 kämpfen 60 Sekunden lang nicht. Und 8 Eisenpfeile. Joa, ist okay. Hier werden Kartoffeln. Salz ist halt wichtig. Weil das eine Alchemie-Zutat ist. Oh, das ist auch gut. Aber bevor wir unser Inventar jetzt mit Kram zumüllen, den wir eigentlich überhaupt nicht brauchen, warten wir jetzt erstmal noch mal kurz ein bisschen. Ist da jemand? Okay, der hat mich jetzt...
Okay, der weiß auf jeden Fall jetzt auch, dass ich da bin. Ich habe auch zweimal daneben geschossen. Und ich habe den ersten Stufenaufstieg hingelegt, Leute. Wir sind Stufe 2. Das ist auch schon mal wirklich gut. Gebratenes Ziegenbein. Hm, lecker, lecker, lecker. Ja, der Rest ist alles Quatsch hier unten. Den brauchen wir nicht. Wir sollten aber mal in die neue Stufe investieren. Und das Erste, was wir... Wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob du Gesundheit, Magie oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Verfügbare Talente werden in Sternbildern hervorgehoben. Okay, wir fangen mal an, indem wir mal unsere Gesundheit erhöhen. Ja, und jetzt, meine lieben Freunde, kommen wir zum Skillsystem. Also das hier sind alles mögliche Skills, die man erlernen kann. Ja, zweihändig Schießkunst. Leichte Rüstung, Schleichen ist natürlich auch super wichtig. Schlossknacken werden wir auch ganz doll brauchen. Genauso wie Redekunst. Also wir werden eindeutig hier ordentlich zu tun haben. Wir werden jetzt allerdings erstmal in Schießkunst investieren. Bögen bewirken 20% mehr Schaden. Ist da jemand? Nein, hier ist absolut keiner. Es ist alles gut. Oh, kritischer Schlag. Aha. Schießkunst ist nochmal verbessert worden. Und man merkt auch tatsächlich direkt, dass es mehr Damage macht. Oh, warte mal, da steckt noch ein Eisenpfeil in der Dame. Oh, guck mal, hier unten sind es nämlich auch noch Zeugs. Hier wäre Eisenerz, was man mitnehmen könnte. Eisen, Zweihänder, Eisenschwert. An Schwertern sind wir, wie gesagt, nicht interessiert. Hier sind Eisenbarren. Die nimmt mir mit Sicherheit ein Schmied mit dankend ab. Jetzt gehen wir noch einmal hier tauchen. Hier sind auch manchmal Kisten versteckt im Wasser. In diesem Fall allerdings nicht. Ist auch in Ordnung. Soll mir recht sein. Gut, schauen wir uns mal weiter um hier. Oh, hier ist deren Vorratskammer. Granatsteine. Also Rubine und so, also so ein Edelstein und so. Auch immer super wichtig. Unbedingt mitnehmen. Eisenhelm. Nee, damit mache ich mir auch nur mein Inventar voll. In dem Spiel ist es nicht so wie in Kingdom Come Deliverance, dass man hier mit Rüstungen sein Geld verdient, sondern gegrillter Lauch und Backkartoffeln, auch nett. Sondern mit ja, Edelsteinen, und so weiter und so fort. Also hier sind wesentlich coolere Dinge am Start, die man mitnehmen und verkaufen kann. Und deswegen lassen wir Rüstungen und so, außer sie sind besser, in der Regel auch liegen. Langbogen, den habe ich nicht, ne? Hab ich den an? Ich habe Langbogen. Ich habe 3 Langbögen, WTF. Kann ich doch 2 ablegen? Ich brauche doch echt nur einen. Eisenpfeile, ja, der Rest kann bleiben. Wie gesagt, ein Langbogen reicht voll und ganz aus. Der ist auch nicht allzu viel wert, der Langbogen. So, und hier sind jetzt Fallen aufgestellt. Das da, die klimpern nämlich und machen dann auf uns aufmerksam. Oh, wo geht's denn hier? Hier geht's wieder nach draußen? Das war's schon? Ja, das scheint die Höhle gewesen zu sein, liebe Freunde. Die Mine. Und wir sind... bei Flusswald. Schön. Ja, das war doch lohnenswert. Also da haben wir doch jetzt schon auch ein bisschen was gekriegt, ein bisschen was gefunden. Haben schon mal so unseren ersten Dungeon in Anführungsstrichen abgeschlossen. Und können uns dann jetzt entspannt auf den Weg nach Flusswald machen. Also ich muss ja schon sagen, liebe Freunde, guckt euch das mal an. Es sieht doch
Ja, es ist nicht mehr das schönste Spiel, was es so gibt, aber damals, muss ich sagen, hat mir das wirklich gut gefallen und auch heute gefällt mir die Grafik immer noch sehr gut. Es ist ein wirklich tolles Game, ein zeitloses Spiel und ich freue mich wirklich drauf, das mit euch jetzt in Gänze zu erforschen. Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen! Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Oh, oh, oh. Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Du solltest deiner Mutter besser mal zuhören. Er wird uns alle töten und dann werdet ihr mir schon glauben. Ja, Hilde. Glaubt mir doch, ich sage euch, ich habe einen Drachen gesehen. Ja, ich glaube dir. Ich glaube dir. Ah, hallo, guck mal. Sagt, dass ich zu nett zu Fremden hier in bin. Flusswald aber bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Was kannst du mir über Flusswald erzählen? Haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Oh, guck mal. Könnt ihr Hilfe in der Schmiede gebrauchen? Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Ah, guck mal. Was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Was macht ihr denn hier? Was habt ihr zu verkaufen? Oder Schaden austeilen? Gegenstände über dem Trennstrich gehören dem Händler. Gegenstände unterhalb des Trennstrichs gehören dir. Um einen Gegenstand zu verkaufen, wähle ihn aus und drücke E. Okay, du hast... Oh, du hast schon verzauberte Sachen auch, ne? Eisendolch der Ermüdung. Oh, du hast 77 Eisenpfeile. Was? Oh, der Jagdbogen. Der ist auch ein bisschen besser tatsächlich als der, den ich habe. Und die Stahlpfeile. Ja, ich verkaufe jetzt erstmal meinen Kram. Was habe ich denn da so? Guck mal, den Eisendolch, den kannst du haben. Die Eisenkriegsaxt kannst du haben. Das und das kannst du haben. Das kannst du haben. Das kannst du, das, das und das. Das, das, das und das. Ups, warte mal, ich bin noch nicht fertig. Die besten Waffen und Rüstungen. Ich bin noch nicht fertig, mein Freund. Ich habe noch mehr. Ja genau, die Eisenbarren und Lederstreifen, die sollte ich behalten. Okay, Waffen. Ich könnte von dir Eisen- oder Stahlpfeile kaufen. Ich kaufe mal Eisenpfeile und zwar alle, die du hast. Und damit bin ich jetzt auch erstmal... Darf ich eure Schmiede Kein benutzen? Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Cool, danke. Ja, also, ich muss aber tatsächlich mal einmal in die Einstellungen. Und zwar hätte ich gerne Dialoguntertitel. Sonstige Untertitel glaube ich nicht. Ich glaube, das würde stören, aber ich möchte Dialoguntertitel haben. Genau. In der Schmiede werden neue Waffen und Rüstungen aus Rohmaterialien hergestellt. Ich soll einen Eisendolch schmieden, ne? Genau. Das ist eine ordentliche Waffe, die ihr da geschaffen habt. Sehr schön. Was auch immer ihr benötigt. Hier ist der Eisendolch. Aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich dann Schmiedetutorial für den Bis Fall, zum dass... nächsten Mal. Für den Papa Fall, sagt, dass ich... bereit bin für Waffen. Also dass ich einen Schmied hätte gewählt. Okay. Dann möchte ich den mal kurz verfeinern. Jawohl. Okay. Sehr schön. Hier, bitte. Braucht ihr eine neue Klinge? Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Ja, auf jeden Fall. Wo muss ich denn da? Mama, hier, genau, Gerbgestell. Boah, kannst du mal die Klappe halten, ne? Bringe das Leder zu Alvor. Du kannst jetzt mal gehen, Dorte. Vor allem Eisen. Ah, gut.
bekommen hat er... Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Aber natürlich kann ich das. Von dem, was ihr braucht. Okay, muss ich mal fragen, wo muss ich das denn machen? Hier? Pelz, Tatsache. Einen Pelzhelm. Bitteschön. Den muss ich wahrscheinlich jetzt in der Werkbank nochmal härten. Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist. Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Naja, warum nicht? Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Okay. Also gut. Oh, geh doch mal weg. Benutze Werkbänke, um Rüstung zu verbessern. Für alle Verbesserungen werden Materialien benötigt. Die Höhe der Verbesserung hängt von deiner Schmiedekunstfertigkeit und deinen Talenten ab. Ja, dann ist das ja schon mal gut. Braucht ihr eine neue? Hier, bitteschön. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht. Na, warum nicht? Gut. Also gut. Kann ich denn mit dem Helm was anfangen? Uslap mal, das kaufst du mir auch gar nicht ab, ne? Das kaufst du mir auch nicht ab. Oh yikes, okay. Der ist aber schlechter als der, den ich hab. Das ist nicht gut. Also, wir hatten aber eine Aufgabe. Albers und Sigrids Haus. Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Hallo. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Neu in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hort vorbei, in der Mühle. Natürlich. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Oh, das ist aber nett. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Aber was soll das alles? Was macht ihr zwei denn hier? Okay, du hast Dietrich, den will ich haben. Zwei Silberringe, die will ich haben. Und die Zaubertränke will ich haben. Dankeschön. Ein Drache? In Helgen? Das kann nicht sein. Obwohl... Ja, sagt das nicht, Das würde erklären, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter. Von Süden kommt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein. Nee, das war schon echt... Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube euch sogar. Ihr seht aus wie jemand, der gerade einen Drachen gesehen hat. Es wird immer schlimmer. Erst der Krieg, jetzt die Drachen. Was ist mit dieser Welt bloß los? Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Ja, das stimmt wohl. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Aber na klar. Wie aus dem Nichts griff ein Drache an. Als euer Freund es Hallo, Hot. Also einen Drachen gesehen, ja? Glauben. Sagt, wie sah er denn aus? So groß wie ein Haus? Vielleicht. Unglaublich. Ja, das war ein unvergesslicher Anblick, das kann ich dir versprechen. Ich wirklich einen sehen wollte, wisst ihr? Ich hoffe, dieser Drache bleibt weit weg von hier. Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich war dort. Okay. So seltsam es auch klingen mag. Dann lass uns doch mal hier in Flusswald ein wenig umschauen. Was haben wir denn hier? Das ist Alvors und Sigrids Haus. Flusswald Handelskontor. Das klingt doch super. Nun, einer von uns muss etwas tun. What? Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Tja, Camilla, was? Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Was passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Mhm.
Ich könnte euch helfen, die Cloud zurückzuholen. Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zu... Zeigt diesen Dieben, dass man... Hier, Bruchstücke, Krimskrams, solche Sachen. Bringe die goldene Klaue in deinen Besitz. Okay, machen wir. Erstmal aber nochmal gucken, was ich dir denn so verkaufen kann. Diesen Eisendolch zum Beispiel, den ich überhaupt nicht haben will. Das kannst du haben. Oh, das ist auch was wert. Genau, das ist alles Müll, den ich nicht gebrauchen kann. Zaubertränke, das ist... Wollen wir alles noch nicht verkaufen. Schriftrollen brauchen wir wahrscheinlich auch noch. Essen haben, nehmen wir auch erstmal mit. Zutaten nehmen wir auch erstmal mit. Bücher. Ja, genau, das wollen wir ja erstmal behalten. So, aber der kann zum Beispiel weg. Das kann weg, das kann weg, das und das kann weg. Und jetzt gucken wir mal. Waffen. Eisenkriegsaxt, nee. Magierrobe, nee. Steigert Magika, nee. Aber oh, guck mal, wie teuer das auch ist. WTF, das kann ich mir nicht leisten. Eisenrüstung, Fußlappen. Ne, das habe ich dir... Oh, das ist auch alles. Alter, 1500, ey. Hör mir auf. Das, oh, Ring des Schleidens, aber halt. Der kostet 2700. Scheiße. Okay, das kann ich mir halt alles nicht leisten. Bücher. Hospice. Okay, du hast auch einiges an Zauberbüchern. Aber wir sind ja keine... Wir sind ja keine Zauberer. Von daher ist das eigentlich gar nicht so interessant. Naja, okay. Kauft ihr auch ich Zauber? Glaube, ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Okay, ja cool, das ist gut zu wissen. Okay, begib dich zur Akademie von Winterfeste. Euer Plan, Lukan? Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Nun. Naja, gut, dann komm, dann gucken wir uns mal an, wie das hier mit der goldenen Klaue ist. Begib dich zur Akademie von Winterfest und schließt dem Aufstand der Sturmmäntel an. Gut, wir machen jetzt mal zuerst die goldene Klaue. Ich glaube, das ist was, was wir noch schaffen können. Hier ist das Gasthaus. Okay. Irgendwer labert mich schon wieder voll. Ja, dann gehen wir doch mal zu diesem tollen Ödsturzhügelgrab. Gucken wir doch mal, was da passiert. Moment, wir haben ja auch noch, fällt mir gerade ein, Bücher. Wir haben ja auch noch Funken und Hellsehen. Die können wir lernen, die Bücher. Dann können wir diese Zaubersprüche jetzt theoretisch anwenden. Oh, ich höre Wölfe. Zang! Komm ran hier auf den Meter. Zack! Weg die Sau. So einfach ist das nämlich. Ah, ich will dann nur deinen Eisenpfeil. Ich will nur den Eisenpfeil wieder haben. Ja, warum eigentlich nicht? Warum sollten wir ihm nicht die goldene Klaue zurückholen? Das Schöne an dem Spiel ist, man muss ja auch nicht darauf achten, dass man irgendwie gut genährt oder ausgeschlafen ist. Dieses Spiel ist ein Fantasy-Game durch und durch und ich freue mich tatsächlich, dass wir das jetzt auch mal schön spielen können. Bin mal gespannt, was ihr davon haltet, von dem Projekt. Das wird auf jeden Fall ein langes Projekt, das kann ich euch auch schon mal versprechen. Wir werden hier sehr lange dran sitzen. Was ist das denn da? Sieht aber so aus. Wäre dort ein Gegner, nicht wahr? Da sind doch Gegner, das sehe ich doch.
Kriegt einen Pfeil in den Kopf. Nein, da ist niemand. Oh, der ist auch Bogenschütze da hinten. Ah, hat mich nicht getroffen. Einmal. Ja, man muss immer ein bisschen gucken, dass man. Oh, da hat er mich getroffen. Zack! Gekitet, zack! Na komm! Jawohl! Treffer! So sieht's nämlich aus. Ah, das sind seine ganzen Eisenpfeile, die er hier vor die. What? Wer redet denn da jetzt mit mir? Oh, Jagdbogen, der ist gut. Eisenpfeil. Zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Bis hierher und nicht weiter. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Ich finde, ich habe das gut gemacht. War genau richtig. Okay. Hier ist nochmal Salz drin. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Eine Laterne. Nee, das brauche ich nicht. Eine Laterne kann mir gestohlen bleiben. Oh, guck mal, eine Kiste. 64 Gold. Gefällt mir. Alles Geld, was ich zum Beispiel gegen bessere Pfeile eintauschen kann. Gut, das heißt, den ersten Wachposten auf dem Weg zum Ödsturz-Hügelgrab haben wir auf jeden Fall damit schon hinter uns gelassen. Und da oben ist es, meine Damen und Herren, das Ödsturz-Hügelgrab. Es ist ein bisschen windig. Oh, guckt euch mal diese wunderschönen Nordlichter an. Wahnsinn, sieht ja wirklich toll aus hier. Oben sehe ich auch schon wieder Gegner. Wir setzen uns mal schon mal in den Schleichmodus hier. Was war das? Okay. Ja, das mit dem Schleichen. Funktioniert tatsächlich. Noch nicht allzu gut. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich so unfassbar schwere Rüstung trage. Und schwere Rüstung ist ja nicht dafür bekannt, dass man darin besonders gut schleichen kann. Hey, das war doch wohl ein Treffer. Okay, es ist. Ah, das ist eine Frau, okay. Zang! Ja, es war ein Treffer. Jetzt und ne, kein Treffer. Ah, sie hat mich getroffen. Belastend. Zack! Ey! Zack! Jawohl! So, weg die Sau. Okay, dann gehen wir mal looten. Guck mal, der hat nämlich auch schon mal einen Jagdbogen, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich so einen. Oh, nochmal 22 Eisenpfeile. Bin sehr sicher, dass ich so einen auch schon habe. Oh, der macht tatsächlich 2 Schaden mehr, ne? Dann sollten wir den mitnehmen. Dann sollten wir den auch benutzen, wenn der mehr Schaden macht. Okay. Also bis jetzt, muss ich sagen, bin ich von dem Bogendeck noch nicht zu 100% überzeugt, weil ich bis jetzt tatsächlich auch nur einmal geschafft habe, diesen Crit zu triggern, den man machen kann, wenn man aus dem Schleichen herausschießt. Habe ich bisher nur einmal geschafft, diesen Crit zu machen, aber da hinten, das ist doch mal nochmal eine Möglichkeit, diesen Crit vielleicht doch nochmal zu triggern. Und zau! Aha! Das ist doch genau das, was ich meine. Bam! Das ist doch der Grund, warum ich Bogenschütze geworden bin.
Oh, was sind denn für welche? Skiva. Okay, einmal den Skiva-Schwanz. Sehr schön, I like that. Hier werden nochmal Skiva für den Skiva-Schwanz und nochmal ein Skiva-Schwanz. Bandit. Dass hier so viele tote Banditen liegen, macht mir ein bisschen Sorge, muss ich sagen. Also euch zwei hat's auf jeden Fall zerrissen. Das ist schon mal sehr gut. Und hier können wir eine Kiste knacken. Ach, verdammt. Na gut, im Moment sind wir auch noch nicht so gut in den ganzen Dingen. Und ein winziger Seelenstein. Und ein weiterer Stufenfortschritt. Sehr schön. Gehen wir doch mal direkt in die nächste Stufe und entwickeln nochmal die Gesundheit weiter. Da könnten wir jetzt tatsächlich auch mal in Schleichen investieren. Beim Schleichen bist du 20% schwerer zu entdecken. Also Heimlichkeit und Schießkunst wird unser Main... Oh ne, ne? Nicht schon wieder Spinnen. Bitte nicht. Eine Begräbnisurne. Wir müssen, wie gesagt, erstmal jede Ressource, die uns in den Weg gegeben wird, mitnehmen. Die ist leer, die auch. Jede Ressource, die uns gegeben wird, sollten wir mitnehmen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich immer Diebe spiele. Weil es doch durchaus sinnvoll ist, so viele Ressourcen wie möglich einzusacken. Es ist halt aus meiner Sicht völliger Quatsch, die Dinge liegen zu lassen, nur weil sie einem NPC gehören, Digga. Wer sind denn bitteschön NPCs? So, dann wollen wir mal gucken. Hier ist nochmal eine leere Begräbnisurne. Und wir schleichen uns jetzt wunderschön hier durch die geheiligten Hallen des Ödsturz-Hügelgrabes, um den da zum Beispiel mal... Oh fuck, der wird mich fronten. Oh, und du bist ein stärkerer Bandit als deine Kollegen. Ich kann euch nicht besiegen. Ja, da hast du absolut recht, aber ich kann und ich werde. Ah, schade. Kein, aha, ein Rätsel. Okay.